So, heute verlängern wir nochmal den Sommer. Holt euch einen Kaffee oder vielleicht auch einen Eiskaffee. Heute gibt's nachgereicht meinen Lesemonat für den August. Hallo und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, spät aber doch, der September ist fast um und ich spreche jetzt noch über den August. Aber den Lesemonat habt ihr noch nicht bekommen und da sind auch einige Rezi-Exemplare dabei. Und über die und natürlich auch über die anderen Bücher, die ich gelesen habe und teils gehört habe im August, will ich jetzt sprechen. Und der August, lasst es euch sagen, ist von der Qualität her gut gelaufen, gut durchwachsen, aber von der Quantität her für meine Verhältnisse echt gut gelaufen, weil ich 7 Bücher beendet habe und das ist für mich echt viel. Es war fast alles dabei von der Bewertung her, nur kein 5-Sterne-Buch. Es hat bei mehreren knapp nicht gereicht, aber das werde ich euch jetzt alles erzählen. Was bei mir selten ist, aber in letzter Zeit immer öfter passiert, ich lese echt viele E-Books. Es waren 4 gedruckte Bücher und 3 E-Books und das ist eine Quote, die ist bei mir wirklich selten. Platz im Bücherregal schaffe ich mir zwar so nicht, weil ja dann wenig Aussortierpotenzial besteht, aber ist wurscht, gelesen ist gelesen und ich freue mich auch, wenn ich E-Books lese auf meinem Pocketbook, den ich jetzt gerade nicht da habe, aber ist ja wurscht. Ich blende euch die Cover von den gelesenen E-Books natürlich ein. Wir starten mit einem Buch, das ich Ende Juli schon begonnen habe und dann Anfang August fertig gelesen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, 1,5 Monate später ist es namenstechnisch schon echt schwierig gewesen. Da habe ich jetzt vorher nachgeschaut, wie die beiden geheißen haben. Also, es geht um Melting My Heart von Nina Schilling, erschienen bei Piper. Das ist eine Wattpad-Geschichte. Das Buch habe ich mir im Winter mal bei einer E-Book-Aktion günstiger, vergünstigt runtergeladen, weil Eishockey Love Story am College kann so schlecht nicht sein. Und vor allem hat mich der Hintergrund der Protagonistin interessiert. Es geht hier um Ro. Sie ist am College, Vorzeigestudentin, Musterschülerin. Sie interessieren diese ganzen sozialen Gefüge am College nicht. Sie will auf keine Partys. Sie interessieren junge Männer absolut nicht. Sie will von dem alles nichts wissen. Sie will sich auf ihr Studium konzentrieren. Ganz anders ihre beste Freundin Alexis, die mit ihr am College ist, die ist voll auf Partymodus und die schleift Ro eben ab und zu auch mit. Und dann sind sie anfangs auf einer Party in einem, ist das ein Verbindungshaus oder ist es einfach das Haus von den Eishockeyspielern? Wurscht, bei der Eishockeymannschaft und da treffen Ro und Gray zum ersten Mal aufeinander. Er, der gefeierte Eishockeystar, bei allen beliebt, gefühlt jede Woche eine andere in seinem Bett und Ro, die brave Musterstreberin, ja, unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Und dann kommt so, dass Gray dringend Hilfe braucht beim Lernen, weil er das Aufmerksamkeitspotenzial von einem Goldfisch hat und jemanden braucht, der ihm auf die Finger klopft und bei dem er sich konzentrieren kann. Und da kommt er dann eben auf Ro und während sie in der Bibliothek aushilft, sitzt er daneben und lernt fleißig und sie ist da quasi seine Tutorin und Aufpasserin und so lernen sich die beiden eben näher kennen. Ich habe jetzt inhaltlich tatsächlich noch viel hergebracht. Die Namen wären nicht mehr gegangen, aber der Inhalt ist schon recht gut kleben geblieben, weil mich hat das Buch echt positiv überrascht. Ich hatte jetzt nicht ganz die großen Erwartungen. Ich wollte eine nette Liebesgeschichte für einen Bus und hatte sie am E-Reader gefunden und hatte mir gedacht, oh, das ist jetzt das Richtige, das schaust du dir an. Und ich wurde echt positiv überrascht von dem Tiefgang dieses Buches. Es geht hier sehr viel um die Vergangenheit von Ro und Alexis, die in der Highschool eine wirklich schwere Zeit hatten. Und da kommen Dinge vor. Die Triggerwarnung hat schon Sinn da drinnen. Ich will euch jetzt nicht sagen, was diese Triggerwarnung beinhaltet, weil es ein großer Spoiler auch fürs Buch ist. Ich weiß nicht, wie viel das da auf dem Klappentext schon verraten wird. Ist egal. Ich hatte befürchtet, dass es für mich
sehr viel triggern wird. Das war dann nicht ganz so schlimm wie gefürchtet und das war auch echt gut umgesetzt. Das hat die Autorin authentisch und trotzdem hoffnungsvoll gemacht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Generell hat mir der Schreibstil von Nina Schilling wirklich gut gefallen, dass das eine Wattpad-Geschichte ist. Wäre mir von der Qualität des Schreibstils jetzt nicht aufgefallen. Ich will jetzt Wattpad-Geschichten auch nicht schlecht reden, absolut nicht, aber es macht schon einen Unterschied, ob sie jetzt von einer Plattform wie Wattpad kommt oder von einer erfahrenen Autorin. So viel will ich sagen. Die positive oder eine der positiven Überraschungen dieses Lesemonats August, auf jeden Fall Nina Schilling, Melting My Heart, das von mir 4 Sterne bekommen hat. Da gibt es auch noch einen zweiten Band dazu. Ich bin am Überlegen, ob ich den lesen soll. Der ist dann, was den Inhalt und die Protagonistin betrifft, glaube ich, noch schwieriger für mich zu lesen und dann vom Trigger her too close to home, wie man schon so schön sagt, so, das geht mir zu nahe an meine Person wahrscheinlich an. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht lesen, aber die Geschichte von Gray und Roe kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr so College Romances mit ein bisschen Tiefgang mögt, die aber zwischendurch auch immer wieder schön und lustig und nett und sehr liebevoll zu lesen sind. Spicy ist das Ganze nicht. Also das war schon mal ein sehr, sehr guter Start. Und dann ging es etwas durchwachsen weiter. Dann geht es weiter mit dem ersten gedruckten Buch. Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Und wir machen mit diesem Buch weiter. Von Tash Skilton, Morgen schreibe ich dir ein Happy End. Ein Roman erschienen im Knauer Verlag. Übersetzt von Alexandra Kranefeld. Tash Skilton ist ein Autorinnen-Duo. Ich habe von den beiden Hollywood Ending im Frühling gelesen und war sehr positiv überrascht und habe mir dann gedacht, die haben noch was rausgebracht, schau dir das doch auch an und habe mir das von meinem Mann zum Geburtstag gewünscht und das konnte leider nicht mithalten. Ich habe dieses Buch gemeinsam mit der lieben Conny gelesen. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle. Danke für diesen tollen, tollen Buddy-Read und für diesen super tollen Austausch. Conny ist ein Teil des Autorinnen-Duos Michelle C. Ahrens und mit einer Autorin gemeinsam ein Buch zu lesen und zu analysieren ist nochmal eine ganz andere Erfahrung als mit einer zum Beispiel Booktube oder Bookstagram-Kollegin das zu machen, weil der Zugang völlig anders ist. Und das ist so toll. Danke, Conny, für diesen Austausch, für diese neuen Perspektiven, die du mir gezeigt hast, weil einer Autorin fallen natürlich Dinge auf, die dir als Leserin vielleicht weniger auffallen oder die dir weniger wichtig sind. Und sie versteht eben die Perspektive, warum haben die Autorinnen das so gelöst? Wie konnte das durchs Lektorat gehen? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Also wirklich, wirklich toll. Wenn ihr die Gelegenheit habt, einen Buddy-Read mit einer Autorin zu machen, nutzt das. Eröffnet Welten. Kann ich euch nur empfehlen. Worum geht es hier? Hier geht es um Zoe und um Miles. Zoe kommt eigentlich von der Westküste der USA, geht aber nach New York, wird da mehr oder weniger hingeschickt. Und Miles ist gebürtiger New Yorker, überzeugter New Yorker und liebt seine Stadt über alles. Und die beiden treffen aufeinander in einem Café, in dem sie mehr oder weniger um einen Platz und um die letzten Gratiskekse und so weiter kämpfen. Und sie können sich anfangs absolut nicht ausstehen und lernen sich dann aber langsam besser kennen. Und der Hintergrund, der lustige Hintergrund dieses Ganzen, sie arbeiten beide für Dating-Plattformen oder eine Art von Dating-Plattform. Sie helfen Singles, die sich auf diesen Plattformen anmelden, dabei richtig
andere Singles kennenzulernen. Das heißt, wenn sie mit den Singles, wenn sie die anschreiben, wenn sie mit denen am Anfang kommunizieren, bis es zum ersten Treffen kommt und so weiter. Sie sind quasi so Flirt-Coaches von Dating-Plattformen. Aber beide Single stört ja keinen. Und da geht es quasi darum, dass die beiden richtig texten können. Und ja, Zoe ist eigentlich Drehbuchautorin. Und Miles ist eigentlich, weiß ich gar nicht mehr, wurscht. Jedenfalls treffen Miles und Zoe persönlich aufeinander und eigentlich auch digital aufeinander. Und diese Geschichte, das hat sehr, sehr viel Potenzial, das leider nicht genutzt wurde. Muss man leider sagen. Also der Schreibstil von Tash Skilton gefällt mir grundsätzlich gut. Die Geschichten lesen sich gut. Das hat auch bei Hollywood Ending gut funktioniert. Und was mir bei Tash Skilton auch gut gefällt, sind die männlichen Protagonisten. Hier und genauso bei Hollywood Ending war der männliche Protagonist tatsächlich der absolute Favorit. Miles ist hier ein sympathischer Kerl, ein Kerl mit tollem Hintergrund, der auch eine gute Entwicklung durchmacht, der echt ist, der nahbar ist, also der wäre mir auf Anhieb sympathisch, zudem hätte ich mich dem Café auch dazu gesetzt. Zoe ist eher auf der anstrengenden Seite. Sie ist jetzt nicht unsympathisch oder so, aber sie ist einfach etwas anstrengend und teilweise auch nicht ganz nachvollziehbar. Und auch ihre Hintergrundgeschichte, ja, oh, wuh. Das war alles ein bisschen holprig. Es war schade. Es war eine Geschichte mit ganz viel Potenzial. Die Kapitel beginnen dann immer auch mit E-Mails von den jeweils Vorgesetzten der beiden und es ist total lustig. Aber da ist ganz, ganz viel vergebenes Potenzial leider. Ich habe dem Buch jetzt 3,5 Sterne gegeben, weil es. Da ist viel Gutes drinnen und es ist ja auch nett zu lesen und alles, aber das hätte wirklich noch Potenzial für einen Stern mehr gehabt und das wurde meiner Meinung nach leider vergeben. Ja, nee, schade drum. Wie gesagt, nicht schlecht, hat aber meine Erwartungen leider nicht erfüllen können. Trotzdem war es ein ganz toller Buddy-Read. Danke, Conny, dafür. Und dann haben die Conny und ich unabhängig voneinander wieder dasselbe Buch begonnen und haben das dann gesehen bei unseren Updates auf Goodreads, und haben uns dann ausgetauscht zu unserem Flop-Buch des Monats und ich befürchte auch zu meinem Flop des Jahres. Das tat nämlich richtig, richtig weh. Die Verborgenen von Linus Geschke, ein Thriller aus dem Piper Verlag, an den ich wirklich, wirklich hohe Erwartungen. Ich habe mir viel erhofft, sagen wir es so, weil die Ausgangssituation so toll klingt und so eine geile Idee ist und die Umsetzung so daneben gegangen ist. Es tut mir so leid. Ich habe Linus Geschke kennenlernen dürfen. Der Autor ist ein unfassbar sympathischer Mensch, aber das war leider nichts für mich. Hier geht es um die Familie Hoffmann, die wohnt in Norddeutschland an der Küste und die haben da ihr Haus, ihr schönes, ein bisschen verlassen und da schleicht sich jemand ein. Da nistet sich ein sogenannter Frogger ein. Das sind Menschen, die in deinem Haus wohnen, dein Essen essen, deine Dusche benutzen und alles, wenn du nicht zu Hause bist. Und wenn du dann zu Hause bist, sind sie entweder weg oder sie sind am Dachboden, im Keller oder sonst irgendwo und bleiben unentdeckt. Und das ist was, das gruselt mich unfassbar, dass da jemand in meinem Leben sein könnte, Teil meines Lebens sein könnte, sich einschleichen könnte und ich das nicht weiß. Und da die Familie beobachtet und ja, vor allem die Tochter beobachtet. Die Tochter der Familie Hoffmann, das ist Tabea, die ist 17
Und da sind schon manche Sequenzen, die aus der Sicht dieses Froggers geschildert sind, echt gruselig. Dann gibt es auch noch einen Mordfall in diesem Ort und eine verschwundene, erst verschwundene, dann für dann ermordete Jugendliche. Und ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Diese Geschichte ist über weite Strecken eigentlich nur eine Beschwerde darüber, dass die Ehe zwischen Sven und Franziska Hoffmann nicht mehr funktioniert und dass das alles den Bach runtergeht und dass er sie sowieso betrügt und dass sie eigentlich hysterisch ist, aber sie hat ja auch einen Lover. Und dann die Tochter und dieser Fall rund um das verschwundene Mädchen, dass er die Tochter auch betrifft. Und es ist teilweise auch so wirr. Und das Ende ist dann so, du merkst ganz genau, dass der Autor an einem bestimmten Punkt war und nicht mehr wusste, wie er da rauskommt. Und dann hat er einfach ein Ende geschrieben. Das Buch hat mir, glaube ich, an einer einzigen Stelle Gänsehaut gemacht und sonst war es leider nichts. Es war zum Teil nervig, es war schlecht gelöst, es hatte ja das ganze Potenzial, das hinter dieser Idee der Frogger steht, wurde nicht genutzt. Es tut mir leid, ja. Dazu kommt, dass Linus Geschke meiner Meinung nach weibliche Charaktere nicht so gut schreiben kann. Die Sicht der Männer liegt ihm eher. Das war leider gar nichts für mich. Ich wünsche es dem Autor sehr, dass dieses Buch doch begeisterte Stimmen und begeisterte Leser findet. Für mich war es nichts. Aber wie immer auf BookTube liegt er im Auge des Betrachters. Und wenn es jemanden da draußen gibt, der dieses Buch gern gelesen hat, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden, der eine Lektüre genießt. Die war es in meinem Fall leider nicht. Und auch wieder sehr durchwachsen war ein Buch, von dem ich mir auch ganz Großes erhofft habe. Noch eher ganz Großes erhofft habe als vom Thriller gerade. Ein Rezi-Exemplar, das ich vom Rowohlt Verlag bekommen habe. Danke an dieser Stelle. Es hat mich wirklich gefreut, nachdem es auch schwierig war, weil das Buch erst nicht ankam, hat die Pressedame vom Rowohlt Verlag mehrmals versucht und das war unfassbar lieb. Und das Buch ist dann schließlich bei mir angekommen und ja. Das Lesen des Buches war dann ein bisschen eine schwierigere Geburt. Worum geht's? In Ist es Liebe? Nein, es ist unmöglich von Sarah Lotz. Wie gesagt, erschienen im Rowohlt Verlag und übersetzt von Katharina Naumann. Hier geht es um Nick und Bee. Nick und Bee lernen sich online kennen, weil Nick eine E-Mail an die falsche Adresse schreibt. Er ist Lektor und hat das Buch eines älteren Herrn lektoriert, fast neu geschrieben quasi, und müsste dafür auch eine Stange Geld bekommen. Nur das Geld hat er noch nicht gekriegt von dem alten Knauserer. Und in einem E-Mail beschimpft er ihn aufs Übelste. Und dieses E-Mail landet bei Bee. Bee steht für Rebecca. Nick wohnt in Leeds, glaube ich, im Norden Englands jedenfalls, und Bee wohnt in London. Und die beiden lernen sich so eben kennen und fangen an, sich E-Mails zu schreiben und schreiben sich und schreiben sich und schreiben sich und bauen eine E-Mail-Freundschaft auf und begleiten sich in verschiedensten Situationen im Leben, lernen sich wirklich per Mail sehr, sehr gut kennen. Und beschließen dann, sie treffen sich. Und Nick steigt in den Zug und sie treffen sich an einem Londoner Bahnhof und der Zeitpunkt ist fixiert und
Ja, als dieses Treffen stattfinden soll, passiert was, das eigentlich unmöglich ist. Und mich hat dieser Klappentext so neugierig gemacht. Also Kompliment an den Verlag, das war ein verkaufstechnisch top, richtig gut gemacht. Ein Klappentext, der mich wirklich, wirklich, also zum Kaufen auch animiert hätte, wenn ich das Buch nicht als Rezi-Exemplar bekommen hätte, hätte ich es gekauft. Dieser Plot-Twist war für mich schwierig, weil die Idee an sich wäre für mich ganz okay gewesen, das hätte ich grundsätzlich gern gelesen, nur es wurde dann zu detailliert, warum dieser Plot-Twist so passiert. Und beim Nachvollziehen habe ich mir etwas schwer getan und das war dann auch, ihr seht, das Buch ist nicht ganz dünn. Wenn man da 50 Seiten irgendwie rausgekürzt hätte, hätte es auch gereicht. Da hat sich die Autorin ein bisschen in Details verzettelt, kommt mir vor, die so nicht nötig gewesen wären für die Geschichte. Das war dann auch ein bisschen anstrengend, wie die beiden zueinander finden wollen und so. Ja, ich verstand, habe den Ansatz verstanden, aber schwierig. Das Ende war dann passend irgendwie. Gut, ganz gut gelöst eigentlich. Ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, wie will die Autorin da rauskommen? Aber das war eigentlich versöhnlich. Also das fand ich so ganz okay. Das Ende erklärt auch nicht alles, was ich auch gut fand. Und wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich darauf einlassen kann, ist das tatsächlich auch ein gutes Buch. Es ist absolut nicht schlecht und der Schreibstil von Sarah Lotz ist auch gut, da kann man gar nichts sagen. Mir war es nur ein bisschen viel. Ein bisschen, ja, dieser Plot-Twist wurde ein bisschen viel ausgeschlachtet, sagen wir es so. Und das wäre gar nicht nötig gewesen. Dieses Buch hat 500 Seiten und wenn es 400, 450 gehabt hätte, hätte das mehr als gereicht. Wie gesagt, ein Buch, auf das man sich einlassen muss, wenn man sich darauf einlassen kann, dann kann man es gut finden. Wenn man sich nicht auf diesen Plot-Twist einlassen kann, wird man es beim Plot-Twist dann in die Ecke werfen und wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Lasst euch drauf ein. Wie gesagt, meine hohen Erwartungen hat es leider nicht ganz erfüllen können, aber es war auf jeden Fall auch kein schlechtes Buch. Dann habe ich ein Buch gelesen, das mich positiv überrascht hat. Mich wirklich positiv überrascht hat. Ich hatte nach so vielen oh, schwierig und Plot-Twist und ein bisschen anstrengend. Lust auf eine leichte Geschichte und habe dann ganz spontan zu diesem Buch gegriffen. Von Lilly Lucas, A Place to Love, erschienen im Knauer Verlag. Das ist der erste Band der Cherry Hill-Reihe. Hier geht es um die Familie McCarthy in Colorado. Wir begleiten in jedem Band eine McCarthy-Schwester, glaube ich, und im ersten Band ist es June McCarthy. Sie leitet die Cherry Hill Farm, das ist eine Obstfarm, mit ihrer Familie, seit ihr Vater sehr unerwartet verstorben ist, steht sie daheim auf der Matte, hat alle Zukunftspläne über den Haufen geworfen und leitet jetzt die Obstfarm gemeinsam mit ihren Schwestern und schaut, dass zu Hause alles läuft. Und ich schaue nur auf den Klappentext, weil ich nicht zu viel spoilern will. Ja, plötzlich steht ihr Partner
Henry auf der Matte, den sie nach dem Tod des Vaters Hals über Kopf verlassen hat, eben um wieder nach Hause zurückzukehren. Und er kommt mit einem speziellen Vorhaben. Und das überrascht alle, nur nicht June, aber wirft sie ziemlich aus der Bahn. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung das dann geht. Das Buch ist eine Liebesgeschichte in einer Kleinstadt und die lebt natürlich auch von dieser Kleinstadt, von diesem Cherry Hill und diesem Festival und von den Menschen, die sich natürlich gegenseitig kennen, die sich gegenseitig helfen. Die Liebesgeschichte hat mir gut gefallen. Was mir besonders gut gefallen hat hier, ist der Stil von Lilly Lucas alias Julia Handel. Ich werde mit Sicherheit weiterlesen, auch wenn es so ein paar kleine Abstriche gibt. Das sind aber Dinge, die mich ganz oft bei Liebesromanen stören. June ist so ein Charakter, der sich für alles verantwortlich fühlt. Sie ist die Älteste, sie muss da jetzt gerade stehen und ohne sie kann die Farm nicht überleben und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und sie kann unmöglich auch nur 2 Tage mit Henry irgendwo hinfahren oder auch irgendwie 2 Tage Pause machen oder was weiß ich. Dieses Protagonist trägt die Last der Welt auf den Schultern. Jetzt die Last der ganzen Welt nicht, aber dieses übertriebene Verantwortungsgefühl, das stört mich ab und zu. Ich kann es teils nachvollziehen, teils nicht nachvollziehen, aber ja, das ist ein bisschen over the top. Das Ende oder das Problem am Ende war auch so, ja, irgendwie sehr echt und irgendwie auch ein bisschen zu aufgebauscht. So kam es mir vor. Aber alles in allem eine richtig, richtig schöne Liebesgeschichte. Also die Cherry Hill Farm, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt auf die Geschichte der anderen Schwestern. Die zweitälteste Schwester, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber die backt die ganze Zeit, das weiß ich noch. Ich schätze mal, im zweiten Band geht es um die und auf die Geschichte freue ich mich auch schon sehr. Die Bücher schauen im Bücherregal auch total toll nebeneinander aus und dieser Kartoneinband mit diesem Aufdruck, das ist ja dann in verschiedenen Farben und hat es der Knauer Verlag schön gemacht, muss ich ganz offen sagen. Da ist noch irgendein von einem Sticker oder irgendwas noch ein Kleberrest drauf, merke ich gerade. Irgendwie fasst sich das ein bisschen grauselig an. Ja, langes Geschwurbel, der Sinn dahinter, schönes Buch. Schöner Liebesroman, gut geschrieben, tolles Setting, kann ich euch auf alle Fälle empfehlen. Ich werde weiterlesen und auch die Green Valley-Reihe der Autorin kann ich mir vorstellen, dass ich mir näher anschaue, beziehungsweise die Einzelbände, die sie früher schon geschrieben hat als Julia Handel und die jetzt, glaube ich, neu aufgelegt werden. Zumindest als Hörbücher habe ich sie irgendwie in neuem Outfit schon gesehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, beziehungsweise wenn ihr von Lilly Lucas schon was gelesen habt. Muss ja nicht dieses Buch sein, kann ja auch die andere Reihe sein oder ein Einzelband. Empfehlt mir gerne euer Lieblingsbuch der Autorin, weil, wie gesagt, von der werde ich auf jeden Fall noch was lesen. So, weiter geht's mit zweimal E-Books zum Schluss. Wir sind bei den letzten beiden Büchern angelangt. Und das vorletzte Buch ist auch ein sehr positiv überraschendes Buch. Ich habe euch ja in einem vorherigen Video schon, ich glaube, das war bei den Neuzugängen, erzählt, dass ich mich auf der Plattform story.de angemeldet habe, wo Autoren und Blogger zueinander finden können und sich quasi direkt zu einer Kooperation zusammenfinden können. Und ich habe da zusammengefunden mit Autorin Katie McLean. Und habe angefragt, ihr Buch Perfect Fake Deal. Und eine Fake-Dating-Geschichte und ich habe sie so gern gelesen. Ich habe sie so, so gern gelesen. Wir sind hier in Manhattan. Protagonistin ist Gwen. Sie hat eine eigene Firma, ist Innenarchitektin und ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten aufgrund von etwas, was wir anfangs noch nicht ganz genau wissen.
was vorab passiert ist. Und zu Beginn des Buches geht sie mit einer Freundin am Wochenende aus und die Freundin redet ihr ein, lass doch einfach mal los, lass doch einfach mal locker, küss doch einfach den erstbesten Typen, den du siehst, der dir gefällt. Irgendwann zu späterer Stunde lässt sich Gwen drauf ein, spaziert zu einem fashionjungen Mann hin und schmust ihn einfach nieder. Wer ist, keine Ahnung, noch nie gesehen, jedenfalls ist er ziemlich sexy. Und ja, dann dreht sie sich um und ist wieder adios und denkt sich, lustige Erfahrung abgeschlossen und moving on im Erwachsenenleben. Nur, dass das Taylor war und sie diesen Taylor 2 Tage drauf am Montag wieder trifft, als sie einen Termin in einer großen Firma hat, mit der sie eine Kooperation eingehen will. Der ist nämlich CEO dieser Firma und das ist eine große Baufirma. Und eben mit dieser Firma versucht Gwen eine Kooperation einzugehen, damit sie eine gewisse Sicherheit für ihre Auftragslage hat. Und Tyler, ich will immer Tyler sagen, er heißt Taylor. Taylor war von dieser Frau, die einfach zu ihm hinspaziert ist, ziemlich hingerissen. Und als er sie da wieder sieht, weiß er, mit der, die will er näher kennenlernen. Und er hat aber das Problem, er will einen großen Deal abschließen. Nur der Verkäufer, also er will eine Firma kaufen und der Verkäufer, der Inhaber dieser Firma, der ist überzeugt davon, dass Menschen glücklicher sind, wenn sie vergeben und verheiratet sind. Deswegen braucht Taylor jetzt eine Frau. Und wer soll das sein? Genau. Gwen soll das sein. Im Austausch dafür bekommt sie 2 Millionen Dollar, damit ihre Firma aus der finanziellen Notlage gerettet ist. Diese Ausgangslagen bei so Fake-Dating-Geschichten, diese Prämissen sind ja immer unfassbar unmoralische Angebote. Das finde ich so lustig. Das würde ja in Realität nie jemand machen. Nie im Leben. Und genau das finde ich aber so lustig. Und aus diesen Fake-Dating-Geschichten passiert ja, da entstehen ja dann natürlich auch echte Geschichten. Gwen ist der fixen Überzeugung, sie so fesch und so toll Taylor auch ist, sie wird ihn nicht an sich ranlassen und das bleibt auf Fake-Ebene. Und er findet sie halt super und wird sie auch in seinem Bett super finden und heizt ihr ordentlich ein. Keine unschuldige Geschichte, muss sie auch nicht sein, soll sie auch nicht sein, ist ein bisschen spicy, aber genau der richtige Umfang von spicy, nicht die ganze Zeit und nicht zu sehr. Und ist vor allem eine coole Geschichte mit tollem Setting in Manhattan und auch diese bisschen gehobenere Klasse mit den ganzen Deals unter Baumogulen, die da abgeschlossen werden. Das ist echt cool. Und ich muss wirklich sagen, Katie MacLaine, deutsche Autorin mit englischem Pseudonym, steht englischsprachigen Autorinnen, die solche Geschichten schreiben, in nichts nach. Absolut nicht. Also ob das jetzt eine Amerikanerin geschrieben hat oder eine Deutsche, das merkst du nicht. Und der Schreibstil ist toll, ist flüssig, ist genau richtig locker leicht, aber nicht plump. Und ich habe das Buch so gern gelesen und freue mich jetzt dann auf Band 2 dieser Reihe, der erscheint am 1. Dezember. Ich kann euch, wenn ihr solche Geschichten mögt, die Autorin nur empfehlen. Also schaut euch das gern näher an. Ich war sehr, sehr positiv überrascht und habe nur wenig auszusetzen an dieser Geschichte. Das Einzige ist vielleicht, dass mir Gwen ein bisschen zickig war, phasenweise. Das waren ein paar kleinere, grundlose Zickereien und auch das Ende war so, ja, eh. Bei Enden von Liebesgeschichten habe ich sowieso grundsätzlich immer ein paar Probleme. Es war jetzt nicht schlecht, absolut nicht, aber wenn ich Dinge, Kleinigkeiten suchen müsste, die für mich nicht ganz rund waren, wären das eben diese beiden Dinge, eben die kleinen Zickereien und dann das Drama zum Schluss. Aber das Buch ist gut so, wie es ist. Wie gesagt, ich kann euch die Autorin und das Buch sehr ans Herz legen.
Und das letzte Buch, das ich beendet habe, war auch ein Rezensionsexemplar. Das habe ich von NetGalley bekommen. Und das ist eine Geschichte, die eigentlich perfekt für mich passt und bei der ich trotzdem so meine Schwierigkeiten hatte. Und zwar Die Bibliothek der Hoffnung von Kate Thompson. Da muss ich nachschauen auf meinem Spickzettel. Übersetzt von Anja Schünemann. In der Bibliothek der Hoffnung sind wir in den 40ern in London und zwar in der U-Bahn-Station von Bethnal Green. Die U-Bahn-Station von Bethnal Green, das ist wirklich wahr, die wurde im Blitz, also als London so stark bombardiert wurde, als Unterkunft genutzt. Da waren tausende Menschen in dieser U-Bahn-Station, wirklich, da wurde die U-Bahn erst ausgebaut, die U-Bahn-Station war als solche noch nicht genutzt, es sind noch keine Züge gefahren, auch die Tunnel waren noch leer und da wurde aufgrund des Krieges nicht mehr weitergebaut, das Geld wurde anderswo gebraucht und deswegen haben sich die Menschen, um sicher zu sein vor den Bomben, eben in den Untergrund verzogen. Da haben anscheinend bis zu 5000 Menschen gelebt. Und da unten gab es verschiedenste Dinge, von einem Theater angefangen bis eben zu einer kleinen Bibliothek. Und das ist die Bibliothek der Hoffnung, die im Untergrund Bibliothekarin Clara betreibt mit ihrer Freundin Ruby. Clara ist eigentlich Kinderbibliothekarin gewesen in der Bibliothek des Stadtteils. Die ist dann ebenfalls bombardiert worden. Ihr Vorgesetzter, der Hauptbibliothekar, ist dabei ums Leben gekommen und sie führt diese Bibliothek im Untergrund jetzt fort. Und allein diese Prämisse wäre ja eigentlich, diese Ausgangssituation wäre ja eigentlich das Buch für mich. Ich habe mir aber total schwer getan, in das Buch reinzukommen und ich weiß nicht wieso. Wir lesen die Geschichte abwechselnd aus der Sicht von Clara und aus der Sicht von ihrer besten Freundin Ruby und begleiten sie eben durch diese Zeit seit der Einrichtung dieser Untergrundbücherei und bis zum Ende des Krieges. Und zwei Frauen, die dafür verantwortlich sind, die hatten sie in den 40ern natürlich nicht einfach. Und mit was die beiden so zu kämpfen haben, Clara auf der einen Seite hat im Krieg ihren Mann verloren, Ruby auf der anderen Seite ist eine Lebefrau, die sich nicht fix an einen Mann binden will, einen dementsprechenden Ruf hat, aber auch ihr Päckchen zu tragen hat, natürlich in dieser schweren Zeit. Und da machen wir Szenarien mit, die haben mich richtig aggressiv gemacht. Ich war so, so, so böse und es waren so echte Situationen und vielleicht ist es mir genau deswegen so schwer gefallen. Diese Art der Diskriminierung von Frauen, die tut so weh, die tut so, so weh und die macht so, so, so böse. Ich habe da fast keine Worte dafür, was in diesem Buch zum Teil geschildert worden ist. Und ich glaube, dass das damals so war. Ich glaube das hundertprozentig. Vielleicht habe ich mir schwer getan mit dem Buch, weil es eben echt war. Ich weiß es nicht. Die beiden Protagonistinnen, da spielen natürlich dann am Rande auch Liebesgeschichten mit, ja. Und es geht auch um zwei Mädchen, die in diesem Underground-Shelter untergebracht sind. Und auch die beiden begleiten wir und ganz viele andere Charaktere, die eben dort unten ihren Lebensmittelpunkt haben. Und bei so einem Buch ist es immer ganz, ganz wichtig, finde ich, das Nachwort zu lesen. Und das Nachwort, da erklärt Kate Thompson ganz, ganz viel, wie sie darauf kam, was da wirklich Wahres dran ist. Ich habe auch Bethnal Green gegoogelt, habe danach ganz viel nachgelesen, was da wirklich passiert ist, was da dahinter steckt und so weiter. Und das ist eine so interessante Geschichte und mich wundert es eigentlich, dass ich vorher davon noch nichts gewusst habe. Jetzt vielleicht nicht die allerbeste Geschichte rund um wahre Geschichten oder Geschichten, Romane mit wahrem Hintergrund zum Zweiten Weltkrieg.
Ich kann gar nicht so genau sagen, was mich irgendwie gestört hat. Ich habe eben irgendwie nicht ganz reingefunden und dann beim zweiten Anlauf hat es ganz gut funktioniert. Ich habe dem Buch jetzt unterm Strich auch 4 Sterne gegeben, weil mich die Idee dahinter einfach sehr berührt hat, weil ich auch sehr, sehr viel Positives daran gefunden habe und weil ich auch starke Frauencharaktere darin gefunden habe, die schön ausgearbeitet waren. Vor allem Ruby fand ich ganz, ganz toll. Ich glaube tatsächlich, dass mich die Echtheit, wie Frauen in diesem Buch diskriminiert werden, dass die mir so nahe gegangen ist, dass ich mir deswegen schwer getan habe, es zu lesen. Ich habe es über manche Strecken dann auch gehört und gelesen im Wechsel. Das hat tatsächlich auch gut funktioniert. Und ich kann euch auch das Hörbuch dazu empfehlen. Das finde ich echt gut vertont. Also wisst bitte, wenn ihr euch auf dieses Buch einlasst, da ist sehr, sehr viel Ungerechtigkeit drinnen. Das tut meinem Sinn für Gerechtigkeit sehr weh. Das hat jetzt gar nichts mit Feministin oder Nicht-Feministin zu tun. Das hat rein mit meinem Sinn für Gerechtigkeit zu tun und das tut wirklich weh. Aber es ist sehr echt geschildert und es ist vor allem eine ganz, ganz tolle Geschichte und eine ganz, ganz tolle wahre Geschichte dahinter. Der Kate Thompson da jetzt eine Erinnerung, ein Denkmal gesetzt hat. Und wenn euch solche Geschichten interessieren, bitte, bitte gerne greift dazu, lest diese Geschichte und wenn ihr schon gelesen habt, schreibt es mir in die Kommentare, ob es euch auch so ging, dass ihr irgendwie schwer reingefunden habt. Vielleicht könnt ihr es besser ausformulieren, was an dieser Geschichte irgendwie nicht ganz rund war. Ich weiß es nicht, aber leider kein 5-Sterne-Buch, trotzdem eine ganz, ganz tolle Geschichte, die es sich auf jeden Fall zu kennenlernen lohnt und die einen Abschnitt der Vergangenheit beleuchtet, der auf alle Fälle Aufmerksamkeit verdient. So, viel zu erzählen gehabt. Ein sehr erfolgreicher Lesemonat ist das gewesen, der Lesemonat August. Auch wenn ein paar durchwachsene Dinge dabei waren, war es vom Umfang her doch sehr toll und es waren einfach Geschichten dabei, die mich sehr positiv überrascht haben und das ist doch auch richtig schön, wenn da ganz positive Überraschungen dabei sind. Ich merke eigentlich, die Bücher, die ich mit großen Erwartungen gelesen habe, die haben mich enttäuscht und die Bücher, die ich ohne Erwartungen gelesen habe, die haben mich ganz positiv überrascht. Vielleicht liegt es einfach nur an meiner Erwartungshaltung. Vielleicht sollte ich die ein bisschen zurückschrauben, aber ihr kennt das ja, wenn ein Klappentext eine gewisse Art und Weise hat und da kann man die Erwartungen fast nicht zurückschrauben, wenn man so gecatcht wird. Wie ist denn euer August gelaufen? Könnt ihr euch noch erinnern? Formulieren wir deswegen die Frage anders. Wie läuft denn euer September? Ich kann euch schon spoilern, der September läuft genauso gut mengenmäßig bei mir wie der August. Und ich kann euch schon sagen, es gibt ein 5-Sterne-Buch im September wieder. So viel kann ich schon spoilern. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euer Lesemonat läuft und ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt, die ich gerade in die Kamera gezeigt habe. Und ja, lasst mir auch sonst gerne alle Anregungen und Feedback da, die euch so einfallen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch mein Kanal gefällt. Liked gerne das Video, wenn euch das Video gefällt. Gern auch die Glocke anklicken, damit ihr Bescheid wisst, wenn ein neues Video von mir online geht. Und dann drehe ich jetzt einfach gleich weiter, damit ihr auch in den nächsten Tagen wieder Material bekommt und nicht wieder irgendwelche Drehlöcher entstehen. Ich wünsche euch ganz viel tolle Lesezeit, ganz viele tolle Bücher und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao, Servus.